Herdplatte defekt. Wegschmeißen und neu kaufen oder reparieren? Wie lösen Kundendienste das Problem? Jetzt passiert aber was, was auf gar keinen Fall passieren sollte. Es war schon im Vorfeld nicht unter einem guten Stern. Von einem Hausgeräte-Kundendiensttechniker erwarte ich mehr. Felix Spörl kocht seit über 10 Jahren auf seinem Ceran-Kochfeld und war immer zufrieden. Seit neuestem aber zickt eine Platte und wird nicht warm. Ist das Kochfeld Schrott oder lässt es sich noch reparieren? Für Walter Seinsche, unseren öffentlich bestellten Sachverständigen, kein seltenes Problem. Wir stehen hier in der Einbauküche. In dieser Einbauküche befindet sich ein Einbauherd, bestehend aus einem Backofenteil und einem Bedienteil für ein Ceranfeld. Die Kombination ist ca. 10 Jahre alt, befand sich damals im oberen Preissegment. Und wir haben jetzt einen Fehler in diesem Ceranfeld. Und zwar ist das die vordere linke kleine Platte defekt. Da ist die Heizwendel unterbrochen. Das klingt bei einem Herd nach Totalausfall. Lohnt sich jetzt noch eine Reparatur? Der Kundendiensttechniker kann jetzt natürlich sagen, aufgrund des Alters des Einbauherdes mit dem Ceranfeld, die Reparatur lohnt sich nicht. Wenn wir aber jetzt ein bisschen auf Nachhaltigkeit gehen, würde diese Reparatur circa, wenn wir mal von dem Maximum ausgehen, 280 Euro, immer noch im Verhältnis zu dem Neupreis des Herdes stehen. Sehen das Fachbetriebe angesichts knapper Rohstoffe und der Nachhaltigkeitsfrage auch so? Oder zählt hier nur das schnelle Geld und Verkaufen um jeden Preis? Wir bringen unsere versteckten Kameras in Position, damit Walter Seinsche den Handwerkern am Monitor nebenan auf die Finger schauen kann. Und schon ist der erste Monteur an der Tür. Ja, es war sehr schwierig, also nach den Termin überhaupt mit ihm zu machen. Er wollte mir eine Bestätigung schicken, dass der Auftrag kommt. Hat er auch nicht gemacht. Also es war schon im Vorfeld nicht unter einem guten Stern. Mal sehen, wie da seine Arbeit aussieht. Also jetzt bin ich schon ein bisschen überrascht. Er stürzt sich gleich auf das Ceranfeld und demontiert das Ceranfeld, obwohl er gar nicht weiß, wo der eigentliche Defekt liegt. Er hat nämlich keine Funktionsprüfung am Herd durchgeführt, um zu sehen, welche Heizzone jetzt eventuell defekt ist. Kein überzeugender Start. Da ist reichlich Luft nach oben. Also er hat den Einbauherd aus dem Unterschrank demontiert und überprüft scheinbar den Herdanschluss. Was in dem Zusammenhang überhaupt gar keinen Sinn macht. Denn er hat ja zunächst mal überhaupt gar keine Funktionsprüfung durchgeführt. Und dabei hätte er schon gemerkt, dass die größten Teile funktionstüchtig sind. Damit hätte er sich diese Arbeit sparen können. Hier sieht man, dass das Ceranfeld wieder in die Arbeitsplatte eingebaut wird. Eine Fehlersuche am Ceranfeld ist die ganze Zeit nicht durchgeführt worden. Der Fehler ist also nicht beseitigt. Von einem Hausgeräte-Kundendiensttechniker erwarte ich mehr. Also jetzt bin ich 150 Euro los, habe Zeit verdattelt und geholfen ist mir trotzdem nicht. Ziemlich enttäuschend. Unser Experte hat Redebedarf. Wir haben Sie gerade beobachten dürfen. Ja. Ein bisschen traurig ist, Sie haben dem Kunden nicht helfen können. Ja, ich meine, wenn die Herdplatte kaputt, wenn das Ceranfeld kaputt ist, kann ich ja nichts machen. Ja, aber das ganze Ceranfeld scheint doch nicht defekt zu sein. Doch nur eine Platte. Ja, ich habe jetzt überprüft, da war jetzt irgendwie kein Fehler, habe ich ja gefunden. Ja, Sie haben aber eigentlich nur den Herdanschluss überprüft. Ja, genau. Und halt, ja. Den Anschluss habe ich mir angeschaut, war alles in Ordnung. Aber in das Ceranfeld selbst haben Sie jetzt nicht... Nee, da gehe ich ja nicht dran. Nach diesem Reinfall kann der nächste Handwerker ja nur noch besser werden. Wir sind gespannt. Das Ceranfeld wird jetzt der Arbeitsplatte entnommen. Jetzt passiert aber was, was auf gar keinen Fall passieren sollte. Er legt das Ceranfeld mit der Unterkante auf der Arbeitsplatte ab. Bei einer empfindlichen Arbeitsplatte ohne Schutzfolie dazwischen wird sie sofort zerkratzen. Zum Glück ist die Oberfläche der Arbeitsplatte recht unempfindlich. Der Patzer bleibt ohne Folgen. Aber dann geht es routiniert weiter. Ich glaube, er hatte also eine Checkliste sich im Kopf für sowas. Und die hat er gnadenlos durchgearbeitet. Er wusste genau, wo, was, wie. Das gefällt mir jetzt sehr gut. Er überzeugt sich mit einer Messung davon, ob wirklich diese Heizzone auch defekt ist. Ich fand es unheimlich toll, wie schnell er die kaputte Platte gefunden hatte. Wie schnell er das Ersatzteil recherchieren konnte und mir den Preis sagen konnte. Und das Komplettangebot war natürlich dann ein super Preis.
180 Euro inklusive Ersatzteil, das im Folgetermin eingebaut wird, da kann man nicht meckern. Eine Funktionsprüfung von dem Herd, den er jetzt wieder komplettiert hat, wurde von ihm durchgeführt, übergibt jetzt dem Kunden den Herd. Er hat aber vorher das Terranfeld in sehr kleine Einzelteile zerlegt. Daher wäre es erforderlich gewesen, jetzt unbedingt noch eine elektrische Funktionssicherheitsprüfung durchzuführen. Das hat er leider nicht gemacht. Das ist schade, weil er bisher sehr gute Arbeit geleistet hat. Zumindest das aber möchte Walter Seinsche nicht unkommentiert stehen lassen. Die Reparatur hatten Sie ungefähr einen Kostenvoranschlag? Ca. 180 Euro. Praktisch komplett für den Kunden, nach der zweimaligen Anfahrt auch? Wir berechnen nur eine Anfahrt. Ach, Sie berechnen nur eine Anfahrt. Genau. Jetzt habe ich nur noch einen ganz kleinen Schönheitsfehler. Natürlich. Sie haben das alles wieder eingebaut, würden dem Kunden dazu übergeben. Wie sieht es mit der 702 aus? Ja, das ist bei dem Backofen, ich habe jetzt eigentlich keinen Eingriff noch vorgenommen. Also ich habe ja keinen, die Stecker habe ich ja nicht wirklich gelöst. Aber das Ceranfeld war offen, ne? Theoretisch gebe ich Ihnen recht, müsste man durchführen. Okay. VDE 702, darunter versteht man die fachgerechte Sicherheitsprüfung von Elektrogeräten nach Reparaturen. Diese Prüfung schützt im Zweifel Leben. Wir sind gespannt, wie sich der letzte Monteur schlägt. Also hier sieht man jetzt sehr schön, wie der Kundendienstmonteur zunächst mal überhaupt die Kundenangaben überprüft. Ist das Ceranfeld defekt oder die vordere Platte defekt? Das ist also schon mal ein ganz guter Start. Der wusste genau, wo, wann, wie, was zu tun ist. Also der Kundendienstmonteur hat jetzt den Herd in Betrieb genommen, jedenfalls die vordere linke Platte, misst jetzt mit seinem Messgerät, ob der Regler, den er in Betrieb genommen hat, auch einen tatsächlichen Spannungsausgang hat, ob er also funktionstüchtig ist. So hat der Handwerker über das Messgerät den Fehler blitzschnell gefunden und eingegrenzt. Und das für 180 bis 200 Euro? Inklusive Ersatzteil. Der Preis war einfach super. Die Reparatur ist damit vollends drin und ich brauche mir keinen neuen Herd kaufen. Ein rundum gelungener Einsatz, den Walter Seinsche ausdrücklich loben möchte. Denn so gute Arbeit ist auch für unseren Sachverständigen die positive Ausnahme. Das hat ja super funktioniert. Sehr professionell gemacht. Den Preis, den Sie genannt haben. 180, 200 Euro, alles in allem. Alles in allem inklusive Mehrwertsteuer? Inklusive Mehrwertsteuer. Okay, und Sie halten die Reparatur auch noch für sinnvoll? Bei 10 Jahren, ja. Strahlen, Heizkörper, die gehen schon mal kaputt. Reparieren statt austauschen. Das Thema Nachhaltigkeit ist zumindest bei diesen Handwerksbetrieben angekommen. Idealerweise fragt Sie der Betrieb, wenn Sie den Kundendienstauftrag abgeben, nach dem Hersteller, dem Typ und der Seriennummer des Gerätes, damit er seinen Kundendiensttechniker optimal auf den Auftrag vorbereiten kann. Der kann dann auch vorhandenes Ersatzteil bereits mitbringen. Fragt der Kundendienst nicht nach diesen Daten, spart man Zeit und Geld, indem man diese Informationen von sich aus weitergibt. Ein Defekt ist also kein Grund, sofort neu zu kaufen. Gerade bei hochwertigen Ceranfeldern lassen sich einzelne Herdplatten in der Regel problemlos reparieren. Felix Spörl ist froh, dass sein Herd wieder funktioniert und mit gerade mal 200 Euro ist sein Markenherd wieder wie neu. Das schont sein Portemonnaie und am Ende auch die Umwelt. Noch mehr Verbraucherthemen gibt es hier und zur ganzen Sendung geht's hier.